Passt eh zu dir, ne? Gusch. Wieso? Ist einer positiv gemeint? Scheißen, gell. Wow, den helfe ich, gell. Ach ja. Oder 4 Level noch. Huch, jetzt ist es finster. Wie ein Negerpopo. Sag ja, du hast es mit deinen Popos, gell? Psch. Da hab ich immer geglaubt, ich hab's mit den Popos, aber ja. Naja. Schau, Alter, wie lange brauchst du noch? Ich hab die ganzen Spitzhacken schon bald verbraten. Rock. Müssen wir wieder neu machen, ey. Ja, 4 Level noch, hab ich gesagt. Du hast wirklich den Tunnel fast schon fertig. Ja, weil du so scheiße die XP-Maschine gebaut hast. Natürlich, jetzt bin ich wieder ich schuld. Ich bin immer schuld. Ja. Bei meinem Schatz bin ich immer schuld, bei dir bin ich immer schuld. Ich weiß nicht, schon langsam, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, dann vertrauen uns, vielleicht bist du wirklich schuld, ha? Huh? Ja, schon langsam denke ich es mir eher. Und Jenny. Da ist gar nichts. Sie genießt es. Sie schweigt und genießt. Dass du ja nebenbei befummelst, oder was? Du bist so deppert. Das ist eben nicht, wenn die Webcam auftrat. Wie siehst denn du das? Naja. Du bist so deppert, wirklich. Ah, ja. Ich würde es an deiner Stelle machen. Naja, du kennst ja Minecraft, oder? Bei Minecraft brauchst du 2 Hände. Das ist ein bisschen blöd, ne? Egal. Ach Gott. Geht auch nur mit einer. Man muss es nur wollen. Na warte, ich probier's einmal aus, ja? Warte einmal. Nein, das geht nicht. Die Maus kommt nicht zu WASD rüber. Jetzt kabelt's kurz. Dafür klemmt man auch was in die W-Taste rein. Und dann mit der Maus einfach nur. Nö, nö, nö. Naja. Ich sag jetzt nichts drauf. Weißt du, wie ich zum Beispiel gebaut hab in Bahnhof? Oder wie ich ihn gegraben hab? Mit einem kleinen Zehen? Ich hab in die W-Taste was einklemmt. Ich hab ein leichtes Gewicht auf meine Maustaste gelegt und das war eigentlich, ja. Ah, und dann hast du an ihm geschlafen. Genau. Alles klar. Und dann habe ich eine Echse ausgeführt, die was alleine gemacht hat. Ach so, aha, die Echse müssen wir auch schicken. Hm? So wie bei WoW den. Wie heißt der? Der Farmbot oder was? Farmbot. 3 Level noch. 3 Level noch, ein Wahnsinn. 3 Level noch. Hoffentlich finden wir wieder Diamanten, Alter. Wie viele denn noch? Wir haben ja schon 4er, 6er noch irgendwas. Ja, findest du, dass das so viel ist? Ja, viel zu viel. Du musst mit dem glücklich sein, was du hast. Nö. Nö. Ich will mit Diamanten dann handeln. Du bist eher als wie eine Frau, weißt du das eigentlich? Eine Frau ist schneller zum Beglücken als wie du. Dafür heißt es auch Frau. Ach so. Voll rassistisch. Und was ist da jetzt dran lustig gewesen? Wirst du verstehen, wenn du mein Alter bist. Nö, dann brauche ich eh nochmal 2 Jahre. Ja? Und dann beeil dich. Ja, Zeit kann ich nicht vordrehen. Scheiße, ne? Bisher. Also, ich. Obwohl, ich würde sie gern zurückdrehen. Ach, warum? Dann hätte ich meinen Schatz schon viel früher kennenlernen können. Nee. Sicher. Hätte ich sie dir nicht vorgestellt, ne? Ja, du bist der Allerbeste, du bist der Allergrößte. Das wollte ich jetzt nicht hören. Hast. Aber du redest einfach. Sicher wolltest du das hören. Gib's zu, jetzt hast du das sogar auf YouTube. Nee, es geht nur beim. Du verstehst das nicht. Du bist ein Roboter. Nee, ich bin eine Ratte. Da hab ich kein Gehirn. Rattenjunge. Naja. Hallo.
So, wie lange brauchst du wirklich, Alter? Ich bin wirklich bald schon fertig. Bullshit. Und das nicht einmal mit der verzauberten Spitzhacke. Ja, was soll ich machen, Alter, wenn die da nur einzeln runterspringen? Ja, so sag ich ja jetzt, das kocht, dann war es schon längst fertig. Hast du Sprachfehler? Wir haben leider nicht mehr so viel zum Kochen. Hast du Sprachfehler? Hast du Sprachfehler? Hast du gekauft Deutsch bei Tankstelle für 5? Gutes Deutsch. Gutes Serbokratisch. Ignaz so. Stern. Gernot, jetzt ist Fahrt. Ja, dann mach den Ruhe. Was soll ich machen? Ich mache eh schon die ganze Zeit einen Tunnel. Ich mache jetzt schon 20 Minuten den Tunnel. Nein, eigentlich 15 Minuten. Zu Beginn der Aufnahme haben wir gesagt, wir machen eine Höhlentour. Na gut, ich mache eine Höhlentour, ne? Wenn du so siehst. Genau. Ich bin hier im Dunkeln. Gefarmen. Vielleicht finde ich ja Diamanten da. Genau. Ja, Eisen habe ich schon gefunden und Kohle, also so ist es ja nicht. Dann machst du nicht was Konstruktives. Ei, sonst mache ich ja nie was Konstruktives, oder was? Erst. Einzig ist der erste Weg zur Besserung. Ich glaube, die 300. Folge wird Wirklichkeit. Wirst du irgendwann mal den Server auf. Wirst du irgendwann mal auf den Server gehen und alles wird zerstört sein. Alles. Ja. Du? Du, was du nicht lassen kannst. Gernot, mir ist unsere Welt ist mal fad, und wir müssen eine neue aufbauen. So wie der Gronkh, ja. Ziehen wir ein bisschen weiter und bauen irgendwo anders was auf. Idiot. Wie geht's denn eurer TFLS-Gruppe? Jetzt ist mir das scheißegal, jetzt kann ich es ja schon sagen. Gut. Ja, liebe Freunde. Der Shitstorm Freunde, hat sehr, 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 sehr nachgelassen. Ja, liebe Freunde, dass ihr Bescheid wisst, der liebe Gernot ist bei TFLS dabei gewesen. TFSL. Oder TFL, was? Ich war sogar dabei, wie man Gronkh vernichtet haben. Ja. Und jetzt sind stolz drauf, weil der Gronkh deswegen aufgehört hat zu spielen. Ne? Nee, überhaupt nicht. Nö. Nein, wir sind nicht stolz, weil ich finde es einfach eher ein Kindergarten, was er da veranstaltet. Besonders das Statement vom Sergeant Rumpel, dass er uns vergleicht mit irgendwelchen Terroristen. Oh, ich hab glaub von der gelben Schmalzlocke. Die kann man nicht einmal ernst nehmen. Ich kann den Sarrazin so als Mensch vielleicht leiden, ja. Aber wenn es den. Entschuldigung, jetzt an alle, die da draußen den Sarrazin vielleicht mögen, ja. Aber wenn's keiner kennt ihn wirklich, verstehst du? Die meisten tun so, wie wenn sie ihn alle kennen oder den Gronkh kennen, nur weil sie seine Let's Plays anschauen. Weiß einer, wie der wirklich ist? Na. Naja. Keine Ahnung, wie auf der E3. E3? Ja, E3. Wo's waren? Da haben sie mal privat gesehen, sag ich jetzt einmal, ja. Nein, komm, das ist alles förmlich für ihn. Hat einer schon mal in einer Diskothek gesehen oder in. Nicht wirklich, nein. Also ich persönlich nicht. Oder während dem Einkaufen, weil dann kann er sagen, er hat mit dem geredet oder so. Aber ich glaube, der ist nicht so, wie er sich da gibt, verstehst? Dafür scheißen soll er gehen. Ah ja. Ihr seid ein Mensch wie jeder andere. Nur das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass er das wirklich so extremstes eingesteckt hat, weil im Prinzip, ja. Der Kindergarten, ihr habt ja, ihr habt ja im Prinzip nichts anderes gemacht, als wie das Spiel gespielt, ja. Und das Spiel ist halt nur mal, dass man andere raidet, beziehungsweise dass man halt andere. Ja, man kann versucht. Dieses Spiel auslegen, wie man will, eigentlich. Ja. Es hat so keinen tieferen Sinn, wenn wir ehrlich sind. Nicht, aber es ist PvP, ja. Player versus Player, ja. Spieler gegen Spieler, ja. Und das Problem ist halt insofern, dann muss man halt damit rechnen, dass eines Tages einmal eine Gruppe daherkommt, ja, oder zwei Leute oder irgendwas, ja. Und ja, die halt fertig macht, ja. Wenn ich jetzt meinen Server hier zum Beispiel online stellen würde für andere, ja, ohne Passwort und ohne Whitelist, ja, und die würden da drauf kommen, ja, die könnten genauso PvP dann machen, weil ich zum Beispiel auch nicht gesagt habe, das ist jetzt ein reiner PvE-Server, ja.
Und wie gesagt, bei einem reinen PvP-Server muss man halt damit gefasst sein, ja. Und was er dann halt mit euch abzogen hat, ja, diesen Shitstorm, ja, oder seine lieben Leute, ja, was waren bei GTA Online mit Gronkh zum Beispiel, was waren da mit Ameisen 23, ja? Den hat er schimpfen dürfen, den hat er, weiß ich nicht, Hurensohn, Motherfucker etc. schimpfen dürfen. Erst mich, mir brauchst du nicht erzählen. Das hat mich aufgeregt, das ist das Einzige, was so, ich komme jetzt wieder zurück. Hat. Ja, Gott sei Dank, ey. Bin schon sehr einsam hier unten. Schau, ich muss dir ehrlich sagen, für mich, nur weil er 2 Millionen oder 3,5 Millionen Abonnenten hat, er ist für mich und bleibt für mich ein Nichts. Nichts? Nichts kannst du auch nicht sagen. Nein, nur weil er ein C-Prominenter ist, wow. Ja, er hat viel erreicht, sag ich jetzt einmal, ja. Ich wäre glücklich oder ich wäre eigentlich stolz drauf, wenn ich jetzt 3 Millionen fast hätte, ja, und mein Geld nur durch so Computerspiele verdiene, ja, wo du, weiß ich nicht, 2 Stunden oder 3 Stunden pro Tag sitzt, ja, und hast eine ganze Woche eine Ruhe davon, ja, zum Beispiel, ja, und verdienst, weiß ich nicht, haushoch, ja. Ich mein, und gut, was macht? Ich meine, der Gronkh verdient halt nicht haushoch, weil er ja bei Playmassive angestellt ist, ja, aber, ja. Ihm gehört Playmassive eigentlich. Teilweise. Nicht ganz Playmassive gehört er. Ja, das andere gehört von Valentin. Hey. Sarazza. Boah. Ja, ein Rumpel auch, oder? Nein, Rumpel, der ist kein Geschäftsführer, nein. Nein? Nein, er ist nur Angestellter. Ja. Er profitiert halt nur von dem Ruhm vom Gronkh. Hey. Dafür sage ich, wow, er hat eine eigene Firma, wow. Ja. Nö, in meinen Augen. Möchte gern wissen, was er dann macht, wenn YouTube sagt, okay, wir schaffen das jetzt mit Geld über YouTube ab, weil das einfach. Das wird YouTube nie machen. Das wird YouTube deswegen nie machen, weil YouTube damit selber verdient. Du kriegst. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen darf oder nicht, ja. Nein, du darfst nicht. Aber du kriegst, ich sage jetzt keine Zahlen, ja, aber du kriegst als Partner, weiß nicht, so und so viel Prozent, ja, und so und so viel Prozent kriegt zum Beispiel YouTube, ja. Und das wird YouTube sich nie abschaffen, ja, weil YouTube selber dran verdient. Darum, wie gesagt, das kannst du vergessen, dass das jemals passieren wird. Und wenn, dann kriegt der Gronkh sowieso von woanders sein Geld, ja. Das ist zum Beispiel mein Livestream, zum Beispiel jeden Freitag, ja? Wird ja auch von Pro7 zum Beispiel gesponsert. Mhm. Oder wirst du fleißig? Bist du noch in der Höhle? Innen? Nö, warum? Achso, weil ich gerade in die Höhle reinrenne. Nee, ich bin schon halb fertig damit. So. Ja, super, jetzt muss ich Spitzhacken machen. Jetzt habe ich alle verpulvert wegen dir. Dass du so lange warten musstest. Ah, ich so lange warten musst. Okay, danke, das war's für die Aufnahme. Wiederhören. Tschüss, Baba. Tschüss. So, herzlich willkommen zum Single Let's Play Minecraft. Jenny! Ja. Ja, willst du statt mir spielen? Was? Ob du statt ihm spielen willst? Nein, ich schau nicht zu. Warum? Zwingt dich der René dazu? Na, sie macht gerade was anderes. Funkstille. Oh mein Gott, Jenny. So, jetzt muss ich schnell. Nicht jetzt während muss ich schnell Let's mal, Play. Jetzt muss ich schnell mal gucken. Ein YouTuber, also einer unserer Zuschauer, hat mir einen Trick verraten. Was für einer? Scheiße, da habe ich einen Redstone zu wenig. Ja, wurscht, warte mal, nehme ich. Wie das Licht schneller angeht. Und zwar, dass man weniger, also dass man den Repeater irgendwo anders hinsetzt. Also weit weg. Mehr weg. Scheiße, das geht sich da nicht aus.
Nein, falsch. Da. Weil ich ja gesagt habe, ne, damals, letzte Folge, ne, dass mir das am Zeiger geht, dass die Lichter so spät angehen, ne? Und da hat er gesagt, dass man den Repeater von den Sensoren quasi um ein bisschen, also weiter weg versetzen soll. Dann gehen die Lichter auch zeitiger an, wenn es dunkler wird.